So, von Brüssel geht es jetzt wieder zurück direkt auf unsere Couch, denn bei uns steht jetzt der Servicetag auf dem Programm. Es ist Montag, das heißt, wir widmen uns heute dem Thema Tiere. Unser Thema heute lautet: Himmel, Herrschaftszeiten, mein Hund will auf die Jagd, was soll ich da nur tun? Und an meiner Seite Platz genommen hat Tiertrainerin Uli Reichmann. Vielen Dank für den Besuch mit dem Herrn, der da noch neben ist. Lu. Er ist beschriftet. Falls man Namen vergisst, sehr bald. Genau. Wir haben uns schon geeinigt, gell? In der Hundeszene ist man per Du, das heißt, wir sind per Du. Momentan, gell? Der Herbst hat, ich höre gerade, entweder man hört dich nicht oder man hört mich nicht. Okay. Wenn wir das mal einschalten. Der Herbst ist da, gell? Ist wunderschön eigentlich für einen Spaziergang. Und ich nehme an, der junge Herr wird das auch genießen, ja, weil nämlich der Jagdtrieb erwacht. Was kann passieren? Darf ich dir das vielleicht in die Hand geben? Einfach zu dir halten? Okay. Genau. Die meisten Leute merken erst, dass der Hund jagt, wenn er weg ist. Mhm. Ja, die gehen durch den Wald, trotschen mit ihrer Begleitperson, finden das alles lustig und plötzlich ist der Hund weg. Mhm. Dabei jagt der Hund schon in dem Moment, wo er den Wald betritt. Der tut die Nasen am Boden oder er tut die Nasen in die Luft, je nach Rasse, je nach Vorlieben, und dann ist er weg. Das ist aber, nehme ich an, die Natur des Hundes an sich. Hat das auch ein bisschen was mit Erziehungssache zu tun? Es ist ein bisschen Erziehungssache, aber eigentlich ist es so, dass jeder Hund auf der Welt verfügt über Jagdleidenschaft. Beim einen kommt es halt mehr raus, beim anderen weniger, aber sogar der Chihuahua von meiner Kollegin, der jagt halt Heuschrecken. Mhm. Und es gibt eben Spezialisten für alle möglichen jagdlichen Aspekte und Vorstehhunde, ja, Retriever, alles Mögliche, oder Terrier, das sind Bauhunde, die sollen eigentlich Füchse ausgraben, und das kommt halt bei jedem Hund stärker oder schwächer zur Geltung. Mhm. Das ist auch ein bisschen rassenabhängig. Absolut. Bei welchen Rassen ist das stärker ausgeprägt? Es gibt eben Spezialisten, ja, es gibt unter allen Hunden, die sind über Jahrhunderte gezüchtet worden zu bestimmten Zwecken, so wie eben die Terrier, die sollen halt recht garstig sein, zu Füchsen zum Beispiel, sollen sich da reingraben, da klar. Er interessiert sich mehr für Biber und Bisamratten. Na, immerhin. Immerhin, ja. Da kann er auch graben und kann auch herumwuseln, aber ich weiß ja, was man dagegen tun kann. Und zwar, was kann man denn dagegen tun? Kann man das ihm irgendwie abgewöhnen? Nein, also abgewöhnen kann man es keinen Hund. Man kann es nicht verbieten, das versuchen viele. Ja, und da kommt immer, das ist ein Klassiker, der Hund schaut angestrengt ins Gebüsch rein, steht so da und der Mensch sagt nein. Ja, oder pfui oder irgendwas. Jetzt ist aber das, was beim Hund ankommt, nicht das, was der Mensch meint. Der Mensch meint, du nicht das, was du als nächstes zu tun gedenkst, nämlich da reinrennen und dieses Viech verfolgen. Und beim Hund kommt aber an, du das nicht, was du gerade tust, nämlich das Anzeigen, dass du da gerade reinflitzen willst. Ja? Und der Hund wird das immer weniger zeigen, dass er da gedenkt reinzugehen, weil der Mensch sich einfach nicht dafür interessiert, von seiner Sicht aus. Ja? Und unser Training... da müssen sich die Menschen einfach interessieren für das, was der Hund tut. Und da gibt es kein Tratschen und kein Telefonieren mit Begleitpersonen, sondern da gibt es einfach nur auf den Hund konzentrieren. Und Das heißt, ich nehme an, bei dir werden in irgendeiner Art und Weise dann auch Kurse angeboten. Richtig. Was wird einem da dann beigebracht, wenn man das in kurzen Worten beschreiben kann, aus Zeitgründen? Es wird einem beigebracht, dass man eben auf den Hund achten soll. Ja? Dann wird einem beigebracht, zu welchen Jagdsequenzen der eigene Hund eben am meisten neigt, ja? Ob das eben ein Vorstehhund ist oder ob der, wenn es ein Mischling ist aus dem Tierheim zum Beispiel, dann weiß man es ja nicht. Ja? Kann man nicht wissen, was der ist, wenn ihn aus dem Tierheim, er grabt gerade. Vielleicht ist da ein Fuchs drunter, man weiß es nicht. Luci, das darf man nicht. Also, heute ist in Ordnung. Ja, und da lernt man eben damit umzugehen. Mhm. Ja? Wenn jetzt, so ein Viech ist ja schnell. Ja. Gibt es irgendeinen einfachen Trick, wenn wir der beim Waldspaziergang... Wenn er weg ist. Naja, wenn er weg ist, dann soll man dort bleiben, wo er abgehauen ist. Es nutzt nichts, wenn man dann kreischend durch den Wald rennt und den Hund sucht, weil der Hund kommt meistens dorthin zurück, wo er eben abgehauen ist. Der weiß das schon. Mhm. Lautes Schreien. Pfeifen wäre besser. Mhm. Pfeifen und immer sich in verschiedene Richtungen dran, dass er an Orten kann und dort bleiben. Er weiß das dann schon, dass er gemeint ist. Wenn man da noch irgendwelche Fragen hat, nehme ich an, kann man sich bei dir melden. Da gibt es auch einen Internetauftritt, ja. www.ullihunde.at. Ja, und der Facebook-Gruppe. Da erfährt man alles, was man wissen möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euren beiden Besuchen. Vielen Dank fürs Kommen. So, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und deren Ziel liegt auf den Tag genau, exakt 10 Jahre zurück. Schauen wir mal, was da in Wien passiert ist. Bitteschön. Schön.